Tag zusammen, ich bin der Philipp und ich nehme heute für den lieben Marc eine Deckdecke auf. Und zwar von Burn. Fangen wir mal ganz einfach an. Spielen wir schöne 4 Goblin Guides für 1 Mana. Haze. Immer wenn der Goblin angreift, hat der gegnerische einen Trigger. Und zwar zeigt er die oberste Karte von seinem Deck und wenn es ein Land ist, nimmt das auf die Hand. Als zweites, dann haben wir als zweites den Monastery Sift Spear, hat Haze, auch für 1 Mana und hat die Fähigkeit Progress und bekommt eine +1/+1 Marke bis zum Ende des Zuges. Als drittes haben wir das Eidolon für 2 Mana, sehr gute Karte. Immer wenn jemand etwas spielt, was 3 oder weniger kostet, bekommt derjenige 2 Schaden. Ganz gut. Super gegen Combo. So, jetzt kommen wir zu den Spells, die das Deck einfach gut ausmachen. Und zwar haben wir eine richtig schöne Karte und zwar den Fireblast. Opfere 2 Mountain und schieße den Gegner oder eine Kreatur 4 Schaden. Dann haben wir ganz einfach noch ein Price of Progress, auch für 2 Mana. Ein rotes und ein farbloses. Und zwar schießt es 2 Schaden auf Non-Basic Lands. Das ist natürlich auch immer perfekt, wenn der Gegner sehr viele Duels spielt und Non-Basics. Dann spiele ich 3 Exquisite Firecraft. Warum nur 3? Ich bin der Meinung, dass halt 4 momentan ein bisschen gierig werden. Ist halt immer super gegen Blau, ne, weil es halt uncounterbar ist. Und ist für 3 Mana halt, also 2 rote, 1 farbloses, 4 Schaden. Klingt auf jeden Fall fair. Dann haben wir den Chain Lightning. Auch jeweils 4-mal, auch für 1 Mana, ist ein 1-Mana-Spell, der schön 3 Schaden schießt, ne, als Sorcery, müsste eigentlich jedem bekannt sein. Dann haben wir sehr schöne Lightning Bolts, aus Bologna schön ergattert, kann man auch schön 3 Schaden instant auch den Gegner oder eine Kreatur schießen. Dann kommen wir zu Lava Spikes, auch wieder 1-Mana-Spell, auch wieder für 3 Schaden. Aber diesmal nur auf den Spieler. So, und jetzt kommen wir zu dem Riftbolt. Spiele ich persönlich ganz gerne. Ist halt, man kann ihn für suspenden für 1 Mana und kann ihn dann schön nächste Runde spielen und schießt auch 3 Schaden auf eine Kreatur oder einen Spieler. Dann spiele ich ein Searing Blood. Einfach nur, um ein paar Kreaturen mal auszuschalten, um dann trotzdem noch den Gegner schön 3 Damage zu schießen. Ist halt hauptsächlich ist halt nur für Kreaturen. Dann spiele ich noch ein Scare the Critics. Es gibt da verschiedene Variationen. Also es gibt Leute, die spielen das Burn halt damit 4-mal und dann noch 4-mal Light up the Stage. Klar, dann spielt man auch wieder mit schönen Fetchländern, aber das ist in diesem Fall nicht so. Ich spiele den einfach als One-Off, um einfach nochmal Schaden schießen zu können, wenn ich schon Damage gemacht habe. Und was vielleicht auch mal ganz cool ist, der spielt halt eine Chalice rum. Das heißt, liegt man eine Chalice und es fehlen einfach noch mal ein bisschen Damage, die man noch schießen kann, kann man die ganz gut dann für 3 Mana spielen. Ist zwar ein bisschen gierig, aber das kann hin und wieder mal das Spiel entscheiden. So, und jetzt kommt der Vortex ins Spiel. Das ist für 2 rote und 1 farbloses. Bekommt jeder Spieler am Anfang seines Zuges immer 2 Damage. Ja, das heißt, wenn er in seinen Upkeep geht, at the beginning, kriegt er 2 Damage und verhindert halt Life-Gain. Das ist immer sehr super gegen Decks, die sich ganz viel Leben machen. Oko zum Beispiel. Dann ist es relativ unspektakulär, dass ich halt 17 Mountain spiele. Ja, sind halt einige. Auch relativ schöne sogar. Und ja, ich spiele 17. Es gibt viele, die spielen auch ein bisschen mehr. Aber 17 reicht mir völlig aus. Und ich spiele zu guter Letzt noch den Super Canyon. Und zwar, es ist manchmal sehr sinnvoll, einfach noch eine Karte ziehen zu können, um eventuell noch einen Fireblast zu bekommen oder irgendwelche anderen Dinge, um den Gegner halt dann damit zu töten. Und jetzt kommen wir schon zum Super Sideboard. Da spiele ich 2 Volcanic Fallout. Ist halt super gegen kreaturenlastige Decks, also kleinere Kreaturen wie Goblins, Elfen, ja, die am Anfang halt relativ klein sind. Es macht halt 2 Schaden,
jeder Kreatur und jedem Spieler. Und für mich ist das einfach eine super Karte. Die sollte man auf jeden Fall mal spielen. Und ist super gegen Delver. Dann spiele ich viermal die Leyline. Ja, die schwarze Leyline. Und zwar, um einfach die ganzen Friedhöfe von den ganzen Gegnern einfach auszuschalten, gerade wenn sie Reanimator spielen, um einfach etwas mehr Zeit zu gewinnen. Ich meine, klar, die Antworten, die kommen, definitiv. Aber vielleicht gewinnt man den einen oder anderen Zug, um dann eventuell halt den Gegner auf null zu reduzieren. Dann spiele ich 4 Smash to Smirrodins. 4 Stück, aus dem Grund, gerade gegen viele Artefakten-Decks, wie zum Beispiel, was mega nervig ist, zum Beispiel in Death in Texas. Ja, man muss die Battle Skull einfach wegkriegen, die Yitta einfach wegkriegen, weil die entscheidet hinterher einfach nur das Game. Zum Beispiel auch gegen Eldrazi. Deswegen, ich spiele einfach 4, weil ich will einfach diese Artefakte loswerden, um den Damage weiterhin zu geben. Und deswegen passt es für 2 Mana, ein rotes, ein farbloses, 3 Schaden, um ein Artefakt zu zerstören. Dann spiele ich momentan eine Brücke. Eigentlich gehe ich auch eher auf 2, aber ich habe momentan eine nur in voll. Aber ich hätte, deswegen spiele ich momentan halt eine. Ist halt super gegen Decks, die halt große Kreaturen spielen, wie zum Beispiel, also für Show and Tell und Dark Depths sehr, sehr gut. Halt allgemein Decks, die halt hohe Kreaturen spielen, mit großer Angriffsstärke, dass man einfach verhindert, dass die dich komplett umrennen. Dann haben wir 3-mal den Pyroblast. Ja, super gegen Oko und allgemein blaue Permanente, die man halt damit schön zerstören kann. Das ist halt für 1 Mana. Ja, und diese Karte kann man halt immer spielen, um halt, auch wenn jetzt nichts Blaues da ist, um halt einen Progress-Trigger zu bekommen. Das ist, kann halt entscheidend sein, damit der Monastery Swift Spear den Progress noch bekommt und nochmal für 1 mehr haut. So, zu guter Letzt haben wir nochmal einen Extruded Firecraft. Den spiele ich halt einmal noch im Sideboard, um halt, wenn ich gegen Blau spiele halt diesen noch reinzuboarden. Um dann halt auf jeden Fall sicher zu gehen, dass ich den auf jeden Fall halt irgendwann mal ziehe, um damit dann halt die 4 Damage, die meistens fehlen, noch geben zu können. Solltet ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen haben, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Die werde ich auch sicherlich beantworten, mit Marc zusammen. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin war es von mir. Tschüss.